Ist mir so scheißegal, wenn das wenigstens schön aussehen würde. Jetzt mal im Ernst, ne? Wie? Hä? Ja. Findest du das nicht auch beschämend? Ist ja noch nicht fertig, die Fabrik. Und wie es zu diesen Lachanfällen und zu diesen gemeinen Worten gegenüber Feister kam, seht ihr nun. Aber als erstes lasst gerne nochmal eine positive Bewertung da, abonniert gerne den Kanal und schreibt in die Kommentare, ob ihr nochmal eine Nicht-Lachen-Challenge möchtet. Hallo Space. Hi Joe, was hast du vor? Das Ding ist folgendes, wir haben ja aktuell eine... Das war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Du hättest vielleicht noch vorher das Ding anmachen sollen, ja? Ja, ja, das ist ja nicht schlecht. Und ich habe eine Idee. Was hältst du von folgendem Vorschlag? Ja, wir spielen ein Spiel. Ja. Und zwar irgendein Spiel. Es geht darum, dass wir beide eine Aufgabe machen. Mhm. So, und die Aufgabe kann funktionieren oder nicht funktionieren. Und der Verlierer muss dann eine Strafe machen. Und diese Strafe ist ein Prank. Was hältst du davon? Das ist eine sehr gute Strafe. Ich finde, das ist auch eine gute Idee. Lass das machen. Weil dann hätte ich nämlich gleich eine Idee. Wir machen heute eine Try Not to Laugh Challenge. Das heißt, es geht darum, den anderen in einer Zeit X, sagen wir 5 Minuten, möglichst so oft wie eben es nur geht, zum Lachen zu bringen. Und es wird gezählt, wie oft die Person lacht. Das wäre die Challenge. Die Frage ist jetzt nur, was ist die Strafe? Und über die Strafe müssen wir uns beide jetzt im Klaren werden, okay? Schlag gerne was vor. Ich habe das Gefühl, du hast schon eine Idee. Ja, ich habe zu viele Ideen. Das ist das Problem. Ich hätte eigentlich eine ganz gute Idee. Ja? Hier drin mindestens eine Minute lang überleben. Das kann ich ja. Das ist jetzt ja nichts Besonderes. Vielleicht hat der Chat ja eine gute Idee. Eine Bestrafung. Ja, Chat. Der Chat darf sich eine Bestrafung ausdenken. Chat, ihr seid doch alle Sadisten. Gute Idee. Ihr seid doch alle Sadisten. Ja, richtig. Jetzt haut eure Sadismus raus. Also, ich habe eine Idee. Es ist jetzt ja auch meine Challenge und wir machen immer Folgendes. Immer derjenige, der die Challenge vorsteckt, muss auch eine Strafe nennen. Okay, was hältst du? Ja, super Idee. Und beide müssen machen wir es ja. Okay, machen wir es so. Strafe ist Folgendes. Soufflöse. Das ist meine Strafe. Weißt du, was ein Souffleur ist? Nee. Das ist ein Mann oder Mensch oder irgendjemand, der jemand anderem sagt, was er zu sagen hat. Und ich darf, beziehungsweise der andere darf für genau 15 Minuten, sagen wir, das ist die Strafe, 15 Minuten Mann im Ohr spielen. Ja, das heißt, wir machen das bei Discord und dann muss man sich mit anderen Spielern hier auf dem Server unterhalten und die andere Person sagt dann, was zu sagen ist, okay? Mhm. So ein bisschen, wenn ich du wäre, so nach dem Motto. Aber ja, halt nur auf das, was man sagt, okay? Oh mein Gott, das ist eine gute Idee. Der Mann im Ohr. Ach du Schande. Oh mein Gott, ja, so. finde ich gut. Jetzt gilt es nur noch rauszufinden, wer von uns beiden beginnen muss, Space, okay? So. Oh Gott. Oh, was ist das denn da? Guck mal. Wow. Ja, was für ein Zufall. Ein Joker steht da. Das ist wirklich, kommt der denn die her? Zufälle, ja, die häufen sich heute. Die Zufälle häufen sich. Du brauchst jetzt irgendein Item, was du zu dir verortest. Ich mache jetzt einfach mal hier diese Respawn-Statue. Das ist jetzt mein Item. Dann nehme ich einen Lava-Eimer. Okay, wie regeln wir es? Erstmal erklären, welches Item sorgt für was, sozusagen. Ach so, derjenige, der jetzt quasi gezogen wird, der darf nicht lachen. Also quasi, der ist quasi derjenige, der okay, nicht lachen muss, während der andere dann, also quasi, der muss jetzt dann 5 Minuten durchhalten. Perfekt, ja, okay? Machen wir so. Und danach ist die andere Person dran. Okay. Bereit? Und? Dann durchhalten muss... Ich Space direkt als erstes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Autsch. Okay. Alles klar, alles klar. Dann würde ich sagen, so, setzen wir uns mal hin. 5 Minuten, ich starte den Timer gleich. Und für jedes Mal, dass du lachst, gebe ich quasi hier im Spiel einen Punkt, ne? Okay. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, ich habe ein paar böse Witze, Leute. Also alles, was wir jetzt sagen werden, ist... Wie heißt bitte so nicht ernst zu nehmen. Nur, genau, nicht ernst nehmen, ist nur Unterhaltung. Und ich würde sagen, es geht los. Wieso können Skelette schlecht lügen? Weil sie so gut zu durchschauen sind. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Wie war die Stimmung in der DDR? Die hielt sich in Grenzen. Was machte eine Bombe im Bordell? Puff. Sagt er quasi, da waren so, ich kuschel so 2 bis 3 Mal in der Woche mit meiner Frau. Auf die, ha, ich nur einmal. Hey, ich dachte, du hast gar keine Frau. Achso, ich dachte, wir reden jetzt über deine Frau. Okay. 1. Kleine Umfrage an Verheiratete. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr haben sie das Sagen in ihrer Ehe? Du Schatz, darf ich bitte an dieser Umfrage mit teilnehmen? Hast du gelacht? Nee. Nee, den habe ich vorhin erzählt, okay, nicht. Wie nennt man die meistverkaufteste Brotsorte in Deutschland? Antwort, das da. Und wie die zweithäufigste? Nee, das daneben. Ja, übel, aber es ist true, ne? Achso, was ist weiß und stört beim Frühstück? Eine Lawine. Ist richtig, ja, stört. Lehrerin, tut mir leid, Peter, aber mehr als eine 5- kann ich dem Fach Französisch echt nicht geben. Darauf Peter, gracias. Ne? Mhm. Schatz, glaubst du, dass der neue Trockner irgendwie meine Kleidung geschrumpft hat? Drauf sie, nein, das war der Kühlschrank. Hm. Wenn der Alkohol das Kurzzeitgedächtnis negativ beeinträchtigt, was macht dann erst Alkohol? Was macht Alkohol eigentlich? Das ist eine gute Frage, ne? Ich wusste gar nicht, dass ich schlecht in meinem Beruf war, bis ich gefeuert wurde. Tante Bertha, 48, arbeitet als lebendige Kanonenkugel.
Okay. Ja, nicht bad. Schatz, was würdest du mir zum 25. Hochzeitstag schenken? Eine Reise nach Thailand. Oha, und was würdest du mir dann zum 50. Hochzeitstag schenken? Dann würde ich dich wieder abholen. Okay, stark. Okay, der war stark. Ich habe ihn kommen sehen, aber der war trotzdem zu stark. Sehr schön. Okay. Ich habe jetzt einen, der ist ein bisschen böse, ja? Aber ist gar nicht böse gemeint, okay? Du, Papa, was ist eigentlich ein Transvestit? Auf der Papa, da musst du Mutti fragen. Der weiß das. Mhm, finde ich schön. Moderne Familie. Ja. Schatz, es reicht. Ich lass mich scheiden. Du bist einfach zu kindisch. Scheide gesagt. Ach, Joe, der war jetzt so dumm. Wow, ey, nee, im Ernst, ne? Im Ernst? Wow, der war viel zu dumm. Okay. Sagen Sie, haben Sie gepupst? Nur selbstverständlich, denkst du einfach, ich rieche immer so. Ey, nein. Okay. Mein Hund, der findet alle meine Kleider toll. Wenn ich ihn frage, wie ich in dem Kleid aussehe, sagt er immer, wow. Würde ich bei dir auch sagen. Der Busfahrer meinte, ich soll während der Fahrt nicht mit ihm sprechen. Dann hielt ich ihm ein kleines Zettelchen vors Gesicht, war auch falsch. Was trinken Chefs? Leitungswasser, ne? Okay, solche Kleinigkeiten. Ja, kennt man. Es treffen sich zwei Rosinen, fragt die eine die andere, was hast du eigentlich da auf den Helm auf? Darauf die andere, ja, ich muss gleich in den Stollen. Hm? Ey, das war meiner, den wollte ich dir erzählen. Scheiße. Letztes Wort des Briefträgers. Wer bist du denn für ein süßes Hühnchen? Ach nee, oder? Okay, habe ich nicht kommen sehen. Ich habe sowas in der Richtung erwartet, aber den habe ich nicht kommen sehen. Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Spielt keine Rolle. Der spielt keine Rolle. Das ist richtig, ja. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel, ja. Meine Freundin ist eingebildet. Na, dann sucht ihr halt eine, die real ist. Wie nennt man den Ausgang? Okay, das ist, glaube ich, geschafft, ne? Wie nennt man den Ausgang eines Bordells? Auspuff. Oh, not bad, ja. Ich bin gestern mit meinem Mann zum Markt gegangen. Und? Bist du ihn losgeworden? Oha. Zahnarzt zum Patienten? Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Ich so, kein Problem. Okay, ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis mit deiner Frau. Mann, okay, die Mundwinkel ging hoch. Okay. Wir haben es geschafft. Stark. Die Zeit ist abgelaufen. Okay, die war nicht bad. Ah. 7 Punkte, not bad. Nein. 7 Punkte hast du bekommen. Ja, das ist unlucky, sag ich ehrlich. Ja, ich bin gerade auch so, okay. Jetzt muss ich mich zusammenreißen, okay? Okay, ich habe wirklich gute Auflager, Joe. Ich habe wirklich richtig gute Auflager. Okay. Ich bin soweit, ich hoffe, du bist auch soweit. Wir fangen an. 3, 2, 1. Okay, let's go. Ich habe einen Freund, einen von meinem Unternehmen, Limonadenunternehmen. Ah, scheiße, ich habe meinen Freund. Ach, fuck! Okay, ich habe meinem Freund einen Limonadenwitz erzählt. Fanta witzig. Wegen Fanta, ne? Ja, wegen Fanta. Ach Mann, ich bin so unlustig. Okay, 1 Punkt, sehr schön, nehmen wir mit. Sehr gut. An einem Apfelbaum sind 14 Äpfel. Das kann nicht wahr sein. Das ist so ein Scheiß. An einem Apfelbaum hängen 14 Äpfel. Fritzchen holt sich einen runter. Wie viele Äpfel hängen am Apfelbaum? 14. Den nehme ich auch mit. Okay, Vater zum Seon. Warum hast du eine 6 mit in Deutsch? Ich habe doch geübt mit du. Los, Pikachu, Donnerblitz. Alter, hast du gerade meinen Hamster in die Steckdose geworfen? Stimmt. Was bekommt man raus, wenn man einen 1000-Füßler mit einem Papagei kreuzt? Keine Ahnung. Ein Walkie-Talkie. Ja. Ah, nee, aber wie geht ein guter Fahrradwitz? Verrate ich nicht. Der war schwer. Okay, verrate ich nicht. Das war gerade hart. Mit dem Morgen. Ja, das war hart. Okay, ich habe auch ganz andere harte Dinge. Ne? Mein Tisch ist ziemlich hart. Zwei Ärzte treffen sich zur Mitternacht auf dem Friedhof. Meinte der eine, na, werte Kollege, machen Sie auch Inventur?
Es wäre lustig gewesen, wenn es Bestatter wären, aber egal. Ah, true, true, true. Meine Familie ist sehr musikalisch. Meine Schwester ist schon bei der Geburt flöten gegangen. Den kannte ich, war vorbereitet auf die Pointe. Mann, okay. Ja, wenn sich ein Wissenschaftler ein Brot belegt, ist das dann wissenschaftlich belegt? Das gilt es wissenschaftlich herauszufinden. Was ist weiß und fliegt durch die Luft? Die Biene Mayo. Ach, doch. Okay, normale Menschen hauen sich morgens 2 Eier in die Pfanne. Chuck Norris haut sich 2 Pfannen in die Eier. Oh mein Gott, der ist gut. Der ist gut, der ist gut. Chuck Norris Auto läuft ohne Sprit. Es läuft aus Respekt. Ja. Ich wollte schon immer mit Tieren arbeiten. Jens, 42, Metzger. Ich habe eine Milch fallen lassen. War nicht mehr haltbar. Als was arbeitet Spider-Man nebenbei? Als Webdesigner. Boah, das ist hart. Ist hart. Treffen sich 2 Kerzen. Was machst du heute? Die andere, ich gehe aus. Magst du Chemie? Chlor. Okay, Joe. Jetzt wird's wild. Gut aufgepasst. Sagt der Arzt zum Patient, sie haben nicht mehr lange zu leben. Patient, wie lange denn? 5? 5 was? 4, 3, das kennt man aus 2, der Film. Okay. Alle Kinder fahren Achterbahn, außer Klaus, der fliegt raus. Oh mein Gott. Ja, ich bin mit meiner Liste am Ende, aber ich habe noch ein paar, glaube ich. Wie viel wiegt deine Frau? Frag mich was Leichteres. Die Punkte nehme ich. Okay. Okay, Siri, warum sind Frauen so komisch zu mir? Mein Name ist Alexa. Den kenne ich jetzt ja schon. Ach man. Okay. Joe, letzter Witz. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Was? Faxen. Er macht Faxen. Ach so. Ach, oh mein Scheiße. Gott im Himmel. Das Mikrofon hat abgeschnitten, bei mir kam nur F***ing an. Ja. Also wirklich. Och nein. Oh nein. Ich ahne Böses, Joe. Ich ahne sehr Böses. Es steht Punkt. Es steht 7-6. No. Und? Ich krieg einen Mann im Ohr. Ja, scheiße. Ich könnte ja so reden, wie so ein Mann im Ohr halt klingt. Oh nein. Dann macht es noch mehr Spaß. Das ist anstrengend. Ja, Bestrafung. Ja, dann Mann im Ohr, ne? Ja, genau. Okay, wir haben jetzt Folgendes. Also, Space kann ich verstehen. Space, ich grüße dich. Moin. Hi, Joe. Na? Ihr seht, ich bin unten im Spiel gemutet. Trotzdem redet Space über das Spiel, denn Space hört mich gerade über Discord. So. Und wie lange machen wir jetzt? Wie lange Strafe? 15 Minuten? 15! Lass mal so 10 machen, oder? Lass mal so 10 nehmen, oder? Ja, okay, gut, lass 10 machen. Ich entmute mich jetzt in Discord und jetzt wieder hier im Spiel. Das heißt, ich kann jetzt jederzeit umschalten. Zum Beispiel jetzt gerade hört man mich im Spiel, Space auch. Jetzt gerade hört mich Space nur über Discord. Also, das ist super. Sehr gut. Ja, genau, jetzt kann ich Space sagen, was er zu sagen hat. Deshalb, lass uns doch mal angucken, was Stegi und Cast gebaut haben. Ja, ich glaub, super das ist ganz gerne, oder? Super gerne. Lass uns gerne mal rüberschauen. Ich bin jetzt gerade im Cam-Account und das funktioniert jetzt so. Space kann was sagen. Hallo Space. Grüß dich. Na? Also er ist ganz normal im Spiel zu hören, aber Space hört mich gerade über Discord. Denn ein Cam-Account kann, wie gesagt, im Spiel ist ein Cam-Account quasi so gestummt. Das heißt, Cam-Account kann es mal hören, aber kann nicht sprechen. Und Space hört mich jetzt gerade über Discord. Weißt du? Hallo. Ja. Alter, deine Fabrik laggt des Todes, ne? Junge. Ich hab hier einen 60 FPS. Okay. Ich hab hier 60 FPS. Das laggt so krass, ne? Ja, aber ich hab am meisten Energie auf dem Server. Ist mir scheißegal, wenn sie wenigstens schön aussehen würde. Ist mir so scheißegal, wenn das wenigstens schön aussehen würde. Jetzt mal im Ernst, ne? Wie? Hä? Ja. Findest du das nicht auch beschämt hässlich? Ist ja noch nicht fertig, die Fabrik. Findest du das nicht beschämt hässlich? Jetzt mal Real Talk. Was? Ja. Also deine Fabrik? Nee. Also sie sieht aus wie dahingeschissen. Sieht ehrlich aus wie dahingeschissen. Ich mein's ernst, ne? Was soll denn das? Ja, das Ding ist einfach, du kommst hier neu auf den Server. Also, Faisal, okay? Real Talk kurz, ne? Das Ding ist, du kommst hier neu auf den Server. Denkst du könntest was? Denkst du kannst irgendwas? Und dann baust du dir so eine Scheiße hin. Und dann baust du sowas hier? Also... Ja, ist doch supi. Weiß hast du das Projekt etwa nicht verfolgt? Hast du das Projekt etwa nicht verfolgt? Verstehst du nicht, was es hier geht? Nö, ich dachte, ich spiele Craft Attack. Alter, du wirst niemals in Craft Attack reinkommen. Ist nicht so? Oh mein Gott.
Alter, so wie du baust. Alter, so wie du baust, wirst du niemals in Craftatic reinkommen. Was ist denn das? Get on my level. Get on my level, Feister. Nee, ich glaub. Ja? Das wird noch ganz hübsch hier. Das ist schon recht hübsch. Denkst du, ich bin ja noch nicht fertig. Also ja, wenn du so weitermachst, dann kannst du auch gleich deinen Kanal löschen. Ja, wenn du so weitermachst, lösch lieber deinen Kanal, ne? Das sag ich ehrlich. Ja, okay, mach ich. Ja, real talk. wenn du meinst, dann mach ich's halt einfach. Mhm. Ist besser. Feister, willst du eigentlich mal nach Craft Attack? Willst du eigentlich mal nach Craft Attack? Redet man über sowas? Hättest du Bock drauf? Hättest du Bock drauf? Lass uns, nein, ja, wahrscheinlich schon, aber... Wahrscheinlich schon, ja. Ja, so wie du baust, wird es nichts. Sich selbst reden. Ja, aber so wie du baust, wird es nix. Also so wie du baust, wird es nix. Ja, recht. Das war's. Ja. Oh Mann. Ja. Over. Guck mal, willst du meinen Technikraum? Dein Technikraum? Boah. Was für ein scheiß Technikraum. Ich hab hier erstmal alles gemacht und dann hab ich ihn so hier oben der nicht. Der ist übel scheiße, Real Talk, ne? Ja, finde ich auch. Keine Ahnung. Alter, auch schon wieder hier Blaze Cake. Hier liegen die ganzen Blaze Cakes, ich find's cool. Überall Blaze Cake, hä? Nachmacher, ja, Mann. Ey, bist du ein richtiger Nachmacher? Richtiger Content-Klauer? Hä? Nee, willst du jetzt... Nee, ich hatte Tag 3 Blaze Cakes. Hä, ich dachte oh schon, nur bevor Blaze Cake hier, bevor es eigentlich losging. Bevor nur, es Blaze Cakes gab, ja, bevor du das... Ja, Real Talk, machst du nur für Content hier. Richtiger, ja, ich richtiger Klauer. Ich klaue die ganze Zeit auf deine Maschinen. Ich schaue also die ganze Zeit einfach nur deinen Stream und kopiere die Sachen. Ich schmette dich keinen und klaue die. Ich finde, du solltest dich löschen gehen. Ja, mach ich. Oh, Fuchs Backpack, den will ich. Oder willst du? Nee, den will ich doch nicht. Ich verbrenne ihn. Verbrenne ich eben. Okay, nein, das war natürlich ein Scherz, Feister. Das war natürlich ein Scherz, Feister. Mann, ich mache ja nur Spaß. Leon, hattest du gemerkt, dass du im Scherz wo du es willst? Also, ich meine, jetzt als Entschuldigung würde ich dir eine Kleinigkeit versprechen. Als Entschuldigung verspreche ich dir jetzt eine Kleinigkeit, ja? Ja. Du kriegst von mir? 64 Blöcke Diamanten. Blöcke Diamanten. Dafür, dass du mich gerade so 2 Minuten lang getrollt hast. Ja. Hast du dir verdient. Tut mir leid. Ich wusste nicht, was mit mir gerade los ist. Ich war nicht ich selbst. Ich war einfach nicht ich selbst. Scheiße, es tut mir echt leid, Mann. Ja, okay. Ich bin auch nicht so gut wie du. Digga, das sind 1 Stack Dia-Blöcke. Ich werde die nie verbrauchen. Ich bin einfach nicht so gut wie du. Du bist auch besser im PvP als ich. Du bist auch viel besser im PvP. Bro, ich muss das einfach einsehen. Nee, jetzt übertreibt man nicht hier. Nein, Real Talk, ist wirklich so. Manchmal muss man es einfach einsehen. Du bist mein großes Vorbild. Du bist halt ehrlich mein Vorbild. Du bist einfach mein Vorbild, Mann. Ich liebe dich, Feister. Du bist der Beste. Und Feister, ich lag dir ja schon in den Armen. Und ja, das stimmt. Das stimmt, Real Talk. Das stimmt, und das stimmt wirklich. Und ich liebe auch Angst, dich. Ich hatte auch Angst, dass du Bootshaus nicht in Leben rauskommst. Irgendwie, du hast mir das Leben gerettet. Das war ehrlich, true. Lief nochmal okay, sehr gut. Okay, Ding Dong. Strafe ist zu Ende. Okay, Feister. Ich glaube, ich kläre dich kurz auf. Ich muss dir alles sagen, was Joe mir sagt. Wir sind im Discord und ja. What the fuck? Ja. Ich muss dir aber gerade. Real Time Joe. Der ist gerade mit dem Cam-Account hier und hört alles mit. Richtig ekelhafter ist er. Richtig ekelhafter. Ich habe einfach eine Challenge gegen ihn verloren und das ist die Bestrafung. Und er hat es auf dich abgesehen. Oder aber die Bestrafung ist gerade, dass ich dir 3 Minuten lang nicht geglaubt habe. Und du mir dann für ein Steak die Ablecke gegeben hast. Ja, den hätte ich dir gar nicht geben müssen, aber den hatte ich einfach über. Ja, okay, smart. Okay, das nehmen wir uns dir einfach können. Dass du nicht über hast. Ja, smart. Die Sache ist, ich glaube nicht Leuten, wenn sie sagen, dass es hier hässlich aussieht. Ich krieg nur Komplimente. Das sieht wirklich hässlich aus. Ja, komm, was sagt Joe gerade? Muss ich noch? Nein, Joe will nicht gleichzeitig zuhören, oder was? Ach, der... Soll ich jetzt ja, jetzt ist weg zu denken, ne? Oh mein Gott, du bist beide gleichzeitig. Er muss gerade. Also, Joe hat gerade gesagt, das sieht wirklich hässlich aus, ne? Ich find's so wild, ich hab's voll oft als Stream gesagt, das sieht wirklich gut aus, ne? Er sieht ehrlich gut aus. Martin lügt. Ich find's so lustig, dass du Martin heißt. Ja? Wie heißt du? Heißt du auch Martin? Heißt ja, du Feister? Oder? Ich hab einen Mann, Digga, ich heiße Philipp. Ach, Fips. Fips? Ja. Kann man dich so nennen. Ja, wenn du unbedingt willst, kannst du mich gerne Fips nennen. Nein, ehrlich, will ich eigentlich nicht. Joe will das, glaube ich. Fipsi. Nein, Joe, mach ich nicht. Ich nenne ihn ab sofort noch. Was hat Joe gesagt? Der will dich nur noch Fipsi nennen. Frag, ob der Hund von ihm Fipsi heißt. Ja, wenn Joe will, kann er es gerne machen. Hast du einen Hund? Ich habe einen Hund. Joe hat mir letztens auf meine Insta-Story da reagiert. Ja, ja, Joe will wissen, ob der Fipsi heißt. Nee, da ist er. Er sieht aus wie ein Fipsi. Aber Joe ist der Meinung, dass er aussieht wie ein Fipsi. Oh, der Arme, wir haben ihn echt böse. Wir haben echt böse Worte gesagt, oder? Wir haben echt schon ziemlich böse Worte gesagt, Leute. War nicht so lieb. Oh. Aber ich glaube, Feister ist einer, der nimmt das mit Humor, ne?
Ich glaube, der verkraftet das. Feister? Ja, knappe Kiste war das. Verkraftest du das alles noch? Nee. Ladies and Gentlemen, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war eine sehr verrückte Folge. Au. 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 Eine Folge au, au, au. Schmerzen mit einer Joecraft war das heute. Also ich hatte starke Schmerzen. Ich hoffe, ihr auch beim Zuschauen. Da haben wir alles richtig gemacht. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Ciao.